What up? Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer weiteren Folge Calligraft 365. Wir haben heute den 29. Januar 2019. Leute, jetzt sind wirklich die letzten Tage des Januars gezählt. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt mittlerweile schon so ein bisschen aufs Frühjahr. Ich weiß, es ist eigentlich ungewöhnlich für mich, weil ich eigentlich jetzt nicht so der große Fan vom Frühjahr bin. Aber ich muss sagen, jetzt so mittlerweile, ich habe jetzt auch langsam Bock auf wärmere Temperaturen, denn draußen ist es wirklich, es ist so arschkalt. Es ist unfassbar kalt. Ich habe es ja, glaube ich, letztens schon erzählt, dass ich am Bahnhof stand und es war irgendwie minus 6 Grad. Das war die absolute Hölle. Das war ganz, ganz furchtbar. Wir holen uns gerade noch mal so ein bisschen was an, an neuem Lehm, weil wir brauchen das, glaube ich, für noch fürs Dach eventuell. Und es war echt, es war richtig, richtig kalt. Und ich dachte nur so, ey, was ist das hier? Mit was muss ich mich hier rumschlagen? Was sind das bitte für Temperaturen? Es hat wirklich, es hat geschmerzt. Es waren wirkliche, richtige Schmerzen im Gesicht. Ich konnte es nicht aushalten. Das war die absolute Hölle. Naja, gut. Aber da muss man dann irgendwie durch. Und jetzt muss ich sagen, ich freue mich weniger, muss ich sagen, aufs Frühjahr und mehr so ein bisschen auf den Sommer. Weil von allen Jahreszeiten, die es so gibt, muss ich immer noch sagen, ist der Frühling mir am unliebsten. Weil der Frühling ist so ein bisschen so, der ist nichts Halbes und nichts Ganzes. So, der Frühling, der ist so ein bisschen warm und so ein bisschen kalt und ein bisschen regnerisch. Aber irgendwie so richtig, ich glaube, der Frühling, der weiß selber nicht so richtig, so, was bin ich eigentlich? Ich weiß es nicht. Nicht so ein großer Fan davon. Sag mal, ist jetzt hier eigentlich noch mehr Lehm oder war das jetzt wirklich exakt 64? Das kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, hier ist noch was. 16, ja, okay. Boah, da kommt aber auch schon einiges raus und das freut mich. Das kann man natürlich beim Herbst auch sagen. So, beim Herbst kann man natürlich auch sagen, so, ja, der ist ja auch nur kalt und manchmal warm. Und ganz ehrlich, letzten November zum Beispiel war es ja noch richtig warm hier. Wo man sich dann auch fragt, so, ja, jetzt haben wir eigentlich gleich Winter, aber es sind irgendwie immer noch draußen 20 Grad. Was ist denn da los? Ich weiß es selber nicht. Hä, was ist denn jetzt passiert? Wo ist mein Lehm? Hä? Habe ich jetzt das Lehm nicht aufgesammelt? What? Hä, wieso ist das jetzt hier hinten? Ganz ehrlich, ich verstehe diese Wassermechanik nicht. Ich verstehe nicht, wie dieses Wasser hier funktioniert. Ach, guck mal, hier ist Kohle. Geilo. Haben wir denn noch Platz? Ja, wir haben sogar noch ein bisschen Platz. Sehr gut. Wie ein Kohleding? Nicht im Ernst. Das kann ich jetzt nicht akzeptieren. Ich kann jetzt nicht akzeptieren, dass da nur ein Kohlestück drin war. Unfassbar. Das ist eine absolute Frechheit. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück. Und ihr könnt aber in die Kommentare schreiben, was so euer oder eure liebste Jahreszeit ist. Ich würde eigentlich eher sagen, euer liebster Monat. Aber das finde ich schwer. Muss ich ehrlich sagen, ich finde schon zu sagen, welche Jahreszeit am besten ist, richtig schwer. Weil ich muss sagen, so, also mir ist tatsächlich so der Herbst und der Winter am liebsten. Aber was dann so am liebsten, weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Haben beide so ihre Sachen. Ganz viele Leute sagen ja, der Frühling ist so geil, weil dann wird so ein bisschen, das Wetter wird so ein bisschen milder und draußen blüht alles. Und aber das Problem ist, ich habe einfach sehr, sehr schlechte Erinnerungen an den Frühling. Weil es dann immer hieß, ja, jetzt ist doch hier mal 18 Grad draußen, jetzt musst du auch mal rausgehen und das gute Wetter ausnutzen. Man muss so das gute Wetter ausnutzen. Das habe ich nie verstanden, wenn im Frühling immer gesagt wurde, so, jetzt muss man aber rausgehen. Weil man muss ja das gute Wetter ausnutzen. Und dann im Sommer war es plötzlich egal. So, weil ich habe mir da immer schon gedacht, ja, Leute, es kommt doch der Sommer. So, da, okay, da kann man ja dann auch rausgehen. Aber wenn der Sommer da ist, dann ist ja gut. So, dann ist ja in Ordnung. Aber im Frühling, ja, ich warte lieber auf 25 Grad. Danke, ich bleib lieber noch ein bisschen drin. Ja. Aber so ist zum Beispiel beim Herbst auch. Also im Frühling blüht ja immer alles und da gibt es immer so richtig schöne Farben. Und gibt es auch, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, so von den Farben her gefällt mir dann tatsächlich der Herbst noch ein bisschen besser. Aber der Herbst ist so richtig schön. Oder zumindest wenn es ein schöner Herbst gibt, ja auch schöne und nicht so schöne Herbste. Moment. Kann der Herbst auch wirklich verdammt schöne Farben haben und ich habe es ja schon mal erzählt, ich bin im Herbst normalerweise immer mit meiner Familie in einem Urlaub, wir fliegen jetzt nicht weg, aber wir fahren jedes Jahr ins Sauerland und wohin möchte ich übrigens nicht verraten, weil das ist ein riesengroßes Geheimnis, was nur ganz, 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 ganz wichtige Leute und privilegierte Leute wissen dürfen. Er ist meiner Meinung nach wirklich
einer der schönsten Orte, subjektiv für mich der schönste Ort der Welt. Was wollte ich jetzt hier machen? Wieso bin ich jetzt runtergegangen? Moment, ich glaube, ich muss nochmal hochgehen, damit ich merke, oh ja, ich muss nochmal runtergehen. Nee, doch, ich... Genau, ich wollte Erde holen. Verdammt. Oh Gott, ich bin doch echt der schlechteste Minecraft-Spieler der Welt. Na gut, jetzt haben wir schon wieder keine Erde. Weißt du, gerade noch alles weggeschmissen, ey. Und jetzt schon wieder keine Erde mehr am Start. Aber na gut. So, jetzt machen wir erstmal das Dach hier fertig, würde ich sagen. Genau, in diesem Sauerland-Urlaub. Die Sache ist halt auch da wieder sehr viel Nostalgie im Spiel. Weil das so eine Sache ist... Oder ich muss noch mal kurz das Lehm einschmelzen. Die wir schon wirklich seit meiner Kindheit machen. Also ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der wir nicht dahin gefahren sind. Und deswegen habe ich da halt einfach wahnsinnige Emotionen zu, wahnsinnige Erinnerungen natürlich daran. Und deswegen ist das einfach wirklich so. Und deswegen mag ich halt auch den Herbst so. Ich glaube, wenn das nicht wäre, dann würde ich auch den Herbst nicht so sehr mögen. Das Problem ist, im Frühjahr, den Frühling, verbinde ich, um ehrlich zu sein, halt einfach mit Prüfungen. Leider. So traurig es ist, aber ich verbinde das mit Prüfungen. Weil im Frühjahr, im März, stehen halt Prüfungen an und deswegen ist der Frühling für mich jetzt auch nicht so eine geile Sache. Und im Sommer im Grunde ähnlich, weil auch im Sommer gibt es Prüfungen, meistens zum Ende des Sommers hin. Und das führt halt wirklich dazu, also die Prüfungen, die beginnen halt irgendwie immer so Mitte Juli oder Anfang Juli, kommt immer so ein bisschen drauf an und gehen halt zum Teil in den September rein. Und das führt halt ohne Scheiß dazu, dass ich dieses geile Wetter, so die Sonne und die warmen Temperaturen gar nicht so richtig nutzen kann, außer in dem Sinne, dass ich halt einfach morgens, wenn ich aufstehe und mich an den Schreibtisch setzen muss, erstmal schön Rollen runter mache, damit sich die Butze nicht so aufheizt. Ey, das ist furchtbar, das geht mir richtig auf den Sack. Aber ich sag mal so, da ist ja zum Glück auch bald ein Ende abzusehen. Deswegen wird man da sehen, wie es dann so weitergeht. Aber im Grunde ist es schon so eine Sache, die ich leider mit Frühjahr und Sommer verbinde. Und mit Herbst verbinde ich halt, wie gesagt, diesen schönen Urlaub und halt erstmal so ein bisschen so kurz so aufatmen können, so, oh, okay, geil. Und mit dem Winter, ja, Winter brauchen wir gar nicht sprechen. Winter ist ja klar. Winter ist Weihnachten. So ab November ist für mich sowieso Weihnachten. Ja. Ich hätte mich jetzt fast schon wieder verplappert, wofür ich dann für alle von allen Weihnachtshassern direkt schon wieder Schläge bekommen hätte. Aber muss ich sagen, das sind tatsächlich so, ja, Herbst und Winter ist schon so auf einer Ebene. Sind einfach unterschiedliche Gefühle. Muss ich sagen, ist schon was Feines. Aber ja, im Grunde mag ich den Sommer ja auch. Ich mag das ja auch. So dann irgendwie auch mal in die Sonne zu fahren oder irgendwie mal am Wasser zu sitzen und so. Das ist schon schön. Ist schwierig. Ist sehr schwierig. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was denn eure liebsten Jahreszeiten des Jahres sind. Und wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Wer hat sich gedacht, so, wir sagen jetzt, wir machen jetzt hier, wir machen 4 Jahreszeiten. Warum hat nicht einer gesagt, nee, wir machen 12? Ja, das hätte keinen Sinn gemacht, wegen den Monaten, ne? Oder warum nicht 3? Warum gibt's nicht, zum Beispiel den Herbst könnte man im Grunde weglassen. Man macht Winter, eigentlich könnte man auch den Frühling weglassen. Man macht einfach Winter und Sommer. Es gibt Winter, es gibt ja auch die Winter- und die Sommerzeit. Wer weiß, wie lange noch. Aber, warum sagt man das nicht einfach? Warum muss es den Frühling geben? Vielleicht, um das noch ein bisschen mehr zu differenzieren, aber dann, warum nicht noch weitergehen? Warum nicht sagen, es gibt 6 Jahreszeiten? Es gibt Frühling, dann gibt's, müsste man natürlich auch direkt wieder ein Wort finden. Wo kommt denn der Frühling, das Wort des Frühlings her? Es ist früh im Jahr. Okay, das macht Sinn. Oh Gott. Das hat wahrscheinlich wieder irgendwelche lateinischen Wurzeln. Frühling heißt doch bestimmt sowas wie Frühlingus. Daher kommt das bestimmt. Oh Gott. Oh Mann. Was soll ich dazu sagen, Leute? Es ist mal wieder offiziell. Wir sind die Themen ausgegangen. Und wenn wir die Themen ausgeben, muss ich leider auch die
Folge beenden, denn dann wissen wir alle, kommt nichts mehr Gutes bei rum. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend, ihr habt noch einen schönen 29. Januar. Bald haben wir den ersten Monat geschafft mit Kalibschuh auf 365. Ich hoffe, dass euch das Projekt immer noch Spaß macht. Ich muss ehrlich sagen, also man merkt es natürlich so ein bisschen an den Aufrufzahlen, die jetzt nicht so verdammt hoch sind, aber was ich sagen muss, und das ist eigentlich viel wichtiger, die Wiedergabezeit oder die Zuschauerbindung, also wie viele Leute, also oder wie viele von den Leuten, die auf die Kalibschuh-Folgen klicken, schauen sich das Video zu Ende an. Und ich muss sagen, für dieses Projekt, bei kaum einem Projekt, was ich hier auf diesem Kanal gebracht habe, haben die Leute oder habt ihr, die jetzt gerade zuschaut, so lange die Folgen geguckt. Und das ist eigentlich viel besser. Das ist für meinen Kanal viel besser. Das ist, im Grunde auch für die Statistiken besser, für verschiedene Dinge hier auf YouTube eigentlich ziemlich geil. Deswegen vielen, vielen Dank an die Leute, die es schauen und die es natürlich auch zu Ende schauen. Deswegen auch hier nochmal der Hinweis, theoretisch bei anderen YouTubern, wenn ihr länger schaut, dann bringt das den YouTubern mehr, als wenn ihr einfach nur draufklickt. Also das nur als kurzer Hinweis zum Schluss und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge von Kalibschuh 365. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt es und morgen sehen wir uns wieder am 30. Januar 2019. Tschüss.